Ja, ja, der Preuße im Sack. Trägt er heute Sportschuh oder Frack? Kennst du die Stimme, die da spricht? Denn sein Gesicht, das zeigt er nicht. Hallo, Preuße im Sack. Wo kommst du eigentlich her? Jetzt fragen wir mal was ganz Privates. Was hast du denn für Hobbys, du Preuße im Sack? Preuße im Sack ist wohl bekannt bei uns im schönen Münsterland. Erzähl uns dies, erzähl uns das. Dich zu erwarten macht uns Spaß. Ja, herzlich willkommen, liebe Preußen-Fans und Adlerfreunde. Wir befinden uns hier auf dem heiligen Rasen des Preußenstadions an der Hammerstraße zu einer neuen Ausgabe von Der Preuße im Sack. Und diesmal habe ich auch wieder einen Prominenten da drin, aber der ist vielleicht nicht so ganz so prominent wie Daniel Masuch oder Stefan Küsters, aber dennoch zu erraten. Und ihr wisst, wenn ihr bei uns mitratet, könnt ihr natürlich auch was gewinnen. Und was ihr diesmal gewinnen könnt, zeigen wir euch wie immer kurz vorweg. Ein Originaltrikot des SC Preußen Münster aus der Saison 2012-2013. Gesponsert vom SC Preußen Münster. Natürlich mit allen Unterschriften der Spieler aus der Saison. Außerdem zu gewinnen 2 Tribünenkarten für ein Heimspiel des SC Preußen Münster. Gesponsert von der Bäckerei Krimphofe. Also, liebe Fans, wie ihr seht, durchaus attraktive Preise, die ihr gewinnen könnt. Und das ist auch der Grund, warum es sich auf jeden Fall lohnt, heute unseren Prominenten im Sack zu erraten. Und meine erste Frage ist ja immer, Preuße im Sack, wo kommst du eigentlich her? Nicht aus Münster. Du kommst nicht aus Münster, wo kommst du denn her? Aus der Nähe von Gronau. Bist du da geboren? Ja. Okay, also ein Gronauer oder Gronauerin, man weiß es nicht, ne? Nicht ganz Gronau. Nicht ganz Gronau, da gibt es ja auch schöne Orte. Sag mal, meine Frage wäre, wie oft hast du denn schon im Preußenstadion gespielt? Gar nicht. Was? Du hast noch gar nicht im Preußenstadion gespielt? Nein. Bist du denn ein Fußballspieler? Nein. Du bist gar kein Fußballspieler? Das ist ja ein Ding. Was hast du denn dann mit dem SC Preußen Münster zu tun? Sag mal, was machst du denn, wenn du im Stadion bist dann? Grundsätzlich Fan sein. Du bist grundsätzlich Fan. Ja. Das ist ja spannend. Sag mal, wo hängt denn so dein Herzblut dran bei den Preußen und woher kommt das? Ich habe vor 5 Jahren mein erstes Spiel hier gesehen und war total angetan von unserer Antik-Arena, dieses Flair. Und die Begeisterung der Fans hat mich einfach umgehauen. Vorher warst du kein Preußen-Fan? Nein. So hin und wieder habe ich mal ein Spiel gesehen, aber noch nicht Preußen-Fan durch und durch. Und vor 5 Jahren hat sich dann so richtig gepackt? Ja. Und jetzt bist du ein bisschen bekannter im Verein auch? Kann man das so sagen? Sonst wärst du ja nicht prominent, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Und wer kennt dich so? Eigentlich alle. Eigentlich, sagen wir mal nichts zu, ne? Kannst du denn auch den Hund machen? Fast. Wie ist denn deine Beziehung zum Hund? Eher weniger. Ja, weniger. Was soll man dazu sagen? Hast du einen Lieblingsfanartikel? Ja. Und was ist das? Die Lederarmbänder mit dem Preußenadler dran. Die Lederarmbänder mit dem Preußenadler dran. Jetzt hört sich das ja so ein bisschen so an, als wenn du bei Preußen trotzdem was machst. Bist du denn beim SC Preußen 06 e.V. aktiv? Nein. Da bist du nicht aktiv. In irgendeinem anderen Club oder auch bei einem anderen Verein vielleicht? Bei einem anderen Verein. Was ein Quatsch, ne? Geht ja eigentlich gar nicht, ne? Also, knifflige Frage dieses Jahr. Vielleicht noch eine Frage. Wann hast du das letzte Mal ein Preußenspiel gesehen? Letzte Heimspiel. Warst du bei allen Spielen dabei? Fast alle. Fast alle. Ich kann leider beruflich bedingt nicht immer. Gibt's einen Wahlspruch, den du hast? Zu den Preußen? Okay, muss auch nicht eingeben, ne? Okay. Du Preußen sagt, jetzt fällt mir auch wieder gar nichts mehr ein. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du hier mit mir auf dem heiligen Rasen gestanden hast. Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir alles Gute und euch natürlich viel Spaß beim Raten. Wir wissen, es ist sehr schwer diesmal, aber der eine oder andere könnte eigentlich draufkommen und deshalb toi toi toi, schaut auf unsere Webseite, da stehen alle Infos zum Gewinnspiel und wir wünschen euch viel Glück und Erfolg.